Ich begrüße euch, meine Lieben. Mittwoch, Zeit fürs Spontan-Orakel. Dieses wird heute so sein, es gibt zwei Überschriftskarten. Einmal, wie bei mir immer, eine Karte aus einem Krafttier-Orakel-Deck, diesmal aus dem Krafttier-Orakel-Deck zweite Auflage. Und eine Karte aus dem Sacred Forest. Diese werden, wie gesagt, als Überschriften gelten. Und dann gibt es eine Legung mit dem wunderschönen Deck von der Gabriele Mokros, Golden Magic Lenormand Deck, auch wunderschön gestaltete Karten. Und je nach Bedarf werde ich diese dann noch abdecken mit den Tarotkarten von Angelina Schulze und dem Angelina Schulze Verlag. Ja, also mal wieder eine andere Art der Legung. Es gibt diesmal keinen Zeitstempel, weil ich gleich loslege. Vorher jedoch noch der Hinweis, es geht auch hier wieder um eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es nicht zwingend. Aber das kennt ihr inzwischen. Fühlt in euch rein und dann merkt ihr, ob das wirklich heute für euch passt. Die verwendeten Kartendecks, die vorgestellten und die sonstigen für meine anderen Legungen findet ihr immer hier unter der Infobox, unter dem Link in der Infobox, Entschuldigung. Und ansonsten kann ich mich nur noch ganz herzlich bei euch allen bedanken, bei all denen, die einen Daumen hoch da lassen, bei all denen, die einen netten Kommentar hinterlassen und zu guter Letzt natürlich ein besonderes Dankeschön auch an diejenigen, die hier das Glöckchen aktivieren und damit ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließen. Ja, und mir damit eigentlich ihre Wertschätzung zeigen. Und jetzt, meine Lieben, fangen wir an mit der Überschriftskarte. Wow, da haben wir die wunderschöne Karte Skarabäus. Schöpferkraft. Ein heiliges Glückswesen hat den Weg zu dir gefunden. Eine fruchtbare Phase kündigt sich an. Dein Leben zeigt sich in einem frischen Glanz. Na wow, eigentlich kann man damit schon glücklich und zufrieden diese Legung beenden und der Dinge harren, die hier kommen. Ja, aber wir wollen natürlich mehr sehen. Und das ist genau wieder passend dazu, nämlich bei dem Sacred Forest zeigt sich die Karte des Schmetterlings. Wunderschön dargestellt mit der Muschel, dem weiblich dargestellten Schmetterling mit der Perle und der dazu gehörenden Überschrift Transformation. Ja, natürlich, wenn hier sowas Wunderbares auf euch wartet, dann kann man davon ausgehen, dass es hier zu Transformationen kommen wird. Also das ist hier, glaube ich, sehr deutlich dargestellt. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier auch gleich die richtige Seite finde. Doch, ich habe sie. Und nur ein kleiner Text dazu. Die Vergangenheit liegt hinter dir. Alles wandelt sich. Beginne jetzt einen neuen Zyklus bzw. ein neues Projekt und wenn du achtsam bist, kann sich Wunder auf Wunder ereignen. Ist das nicht faszinierend, wie genau diese Aussage hier mit der ersten Karte übereinstimmt? Dein Leben zeigt sich im frischen Glanz. Eine fruchtbare Phase kündigt sich an. Und hier, durch diese Transformation, warten hier wunderbare Zeiten. So, ihr Lieben, hier warte ich jetzt, bis eine Karte springt. Nur die erste Karte. Und da haben wir das Haus.
Das Haus zeigt im Grunde genommen dein Fundament, dein Schutzschild, dein Rückzugsort, also alles, wo einfach ja, so dein abgeschlossener Bereich ist, wo du beschützt bist, von der Außenwelt distanziert, wo du zur Ruhe und Harmonie auch finden kannst und finden wirst. Du entwickelst wieder in deinem Fundament Kraft und Stärke. Du findest wieder in deine eigenen Kräfte zurück. Du kannst sie wieder sammeln und kommst damit raus aus diesem Rückzug. Also bei vielen von euch habe ich in letzter Zeit das Gefühl, dass es bei vielen ja so eine unsichere Phase ist, dass man nicht so recht weiß, gehe ich vor, gehe ich zurück, zwei Schritte vor, ach nee, doch nicht, lieber zurück. Also dieser Unsicherheitsfaktor zeigt sich hier in den letzten Legungen doch sehr vermehrt. Und hier weist dich jetzt diese Legung darauf hin, du hast doch genug Kraft, komm jetzt raus aus diesem Rückzug. Komm rein in den Umbruch. Geh in Bewegung. Komm in Bewegung. Folge deinen Sehnsüchten. Verharre nicht in deinen Träumen, in deiner Unsicherheit, sondern erkenne, welcher Weg sich dir jetzt bietet. Welcher Weg zeigt sich und hilft dir raus aus den Verstrickungen und verhilft dir wieder zur Gesundung. Welchen Weg sollst du dafür wählen? Du hast hier wunderbare Aussichten und es zeigt sich jetzt die Zeit für den Umbruch. Du kannst jetzt diese Sorgen und Probleme endgültig hinter dir lassen. Du kannst Neues in Angriff nehmen. Dich darauf freuen, was sich hier bietet. Und es geht hier einzig und allein um dich, um all das Positive, was hier wirklich für dich bereit liegt. Du musst es nur erkennen. Du musst es nur erkennen und darauf zusteuern. Diese Verstrickungen hinter dir lassen. Darauf vertrauen, dass Kummer und Sorgen jetzt ein Ende haben, dass du jetzt in den Erfolg marschieren kannst. Hier, Glück wartet auf dich durch die Schöpferkraft. Es zeichnet sich neuer Glanz ab. Nimm es wahr, nimm es auf. Glück und Erfolg warten hier. Wähle den richtigen Weg. Entscheide dich für den richtigen Weg. Und nimm Hilfe von treuen und loyalen Freunden an. Erkenne, wer es gut mit dir meint und wer bereit ist, dir zu helfen. Bei vielen kann es auch ein Gegenüber sein, wo euch jetzt die Erkenntnis kommt, eigentlich kann ich doch glücklich und zufrieden sein, dass dieses Gegenüber hier an meiner Seite ist. Du findest auf jeden Fall wieder in die Kraft, in die Gesundung, in die Stabilität. Du kannst dich jetzt neu verwurzeln und alles Negative, wirklich Belastende rauskehren, nach vorne schauen und auch deine Kraft entwickeln gegen Intrigen, gegen Hinterlist. Erkenne, wer es gut mit dir meint. Und wer nicht, erkenne es und folge deinem Weg in diese Transformation. Lege ab, was nicht mehr passend ist und komm in die positiven Veränderungen. Komm in die positiven Veränderungen, die dir wirklich hier im häuslichen Bereich raushelfen. Geh schlau voran, folge hier deinen Sehnsüchten. Wähle den richtigen Weg und erkenne schlau, wer von deinen Freunden wirklich loyal und hilfsbereit ist. Und diejenigen,
Wo du erkennst, dass sie es nicht sind, die lass hinter dir. Kehre sie raus. Komm in diese Transformation. Du kannst Kummer und Sorgen hinter dir lassen, wenn du einen neuen Weg wählst. Der neue Weg wird dir zur Kraft, zur Verwurzelung und zur Gesundung verhelfen. Du musst ihn nur erkennen und du musst ihn auch annehmen. Indem du rauskommst aus deinem Rückzug, indem du diese Verstrickungen hinter dir lässt, in die Gesundung kommst. Die Schlange ist auch immer ein Zeichen für Gesundung. Du schaffst es, in die Gesundung zu kommen und du erreichst Glück und Erfolg. Auch bei dem einen oder anderen von euch mit Hilfe eines Gegenübers. Du selbst hast hier die Kraft und die Stärke, aus deinen Sehnsüchten rauszugehen, in die Klarheit zu kommen, intuitiv deinen Wünschen, deine Wünsche zu manifestieren, um wieder zur Ruhe und zur Harmonie zu kommen. Vielleicht ist es auch für einen oder anderen von euch von Vorteil, eine kleine Reise zu machen, um seine Gedanken zu sortieren. Seine Gedanken, die auch bei vielen sich um den häuslichen Bereich noch drehen. Auf jeden Fall, diese Transformation bezieht sich auch auf positive Veränderungen. Positive Veränderungen, die hier wirklich bereit sind. Und ihr habt die Kraft und die Stärke, alles Negative wegzulassen. Die Mäuse knabbern es weg, die Kummer und Sorgen gehen raus. Wenn ihr hier rauskommt, verharrt nicht in dem Rückzug, sondern seid bereit, diesen Turm einzureißen und zu sagen, jetzt presche ich nach vorne. Und komm damit in Ruhe, in Harmonie. Komm raus aus den Verstrickungen und vertraue dich auch deinen treuen und loyalen Freunden an. Erkenne im häuslichen Bereich, welches ist der richtige Weg, der dich wieder in die Klarheit bringt, der dir hilft, aus deinen Sehnsüchten, aus deinen Träumen rauszukommen. Geh schlau voran, dann schaffst du es auch. Verharre nicht in deiner Sehnsucht, sondern werde aktiv. Setz alles in Bewegung, was dich zu Glück, was dir zu Glück und Erfolg verhilft und was alles Negative rauskehrt. Setz es in Bewegung und du selbst hast die Chance, wieder voll in deine Kraft, in deine Gesundung, in die neue Verwurzelung zu starten. Und wie gesagt, bei einem großen Anteil vielleicht von euch, auch im Zusammenhang mit einem Gegenüber. Dieses Gegenüber kann auch, das wird eine Minderheit von euch betreffen, jemand sein aus der Vergangenheit, der sich lange von euch distanziert hat, der unsicher war und der jetzt noch einmal aus diesen Verstrickungen sich rauswindet und einen Schritt auf euch zumacht. Und dann liegt die Frage bei euch. Schaffen wir es gemeinsam zu gesunden, uns neu zu verwurzeln, in die Stabilität zu kommen und positive Veränderungen in Angriff zu nehmen oder geht jeder seinen Weg alleine weiter. Das, wie gesagt, entscheidet ihr ganz allein. Wichtig ist für viele auf jeden Fall, diesen im häuslichen Bereich etwas in Gang zu setzen, was für euch wichtig ist. Und wo, auch wenn das hier jetzt, wie gesagt, kein Lebenspartner ist, aber wo ihr Hilfe in Anspruch nehmen könnt von einem Gegenüber, der euch nahesteht. Das kann auch ein Bruder, das kann ein Sohn, was auch immer sein, ein guter Freund. Es wird hier Hilfe euch zuteil. Ruhe und Harmonie warten hier wirklich auf euch, wenn ihr rauskommt aus dem Gedankenkarussell der Sehnsüchte.
sondern aktiv werden. Aktiv werden, euren Intuitionen folgen. Dann erwartet euch hier Glück und Erfolg. Ihr kommt wieder in die Stabilität. Ihr könnt euch neu verwurzeln. Ihr habt die Kraft und die Stärke, euch aus diesen Verstrickungen rauszuwinden, einen neuen Weg zu wählen und alles Negative rauszukehren. Und wenn ihr bereit seid, aus dem Rückzug rauszukommen, in den Umbruch zu gehen, dann schafft ihr es, auch Kummer und Sorgen hinter euch zu lassen. Ihr seid unterstützt von treuen, loyalen Freunden und ihr seid selbst schlau genug, um darauf zu vertrauen, dass hier diese positiven Veränderungen auf euch warten. Und ich schaue jetzt in dem Fall bei diesem Deck, bei dieser Legung, nur noch auf 3 Tarotkarten, die uns hier vielleicht noch einen kleinen, detaillierten Hinweis geben. Schaut euch das mal an. Das ist so passend zu dieser Legung. Wir haben hier die 10 Kelche. Das ist im Grunde genommen eine wunderbare Glückskarte. Die spricht für ja, Glück, für Harmonie, für Lebensfreude. Man ist zufrieden, man kann genießen. Und genau das spiegelt sich auch hier in diesem Kartenblatt und auch in der Überschrift. Es wartet Wunderbares auf euch. Ihr könnt im Grunde genommen feiern, genießen und ja, dankbar empfangen. Es ist alles für euch bereit. Und wir haben hier noch den Narren. Der Narren zeigt euch, dass es hier jetzt in eine neue Lebensphase geht. Es geht in eine neue Lebensphase. Der Narr ist im Grunde genommen hier gekennzeichnet mit der Null. Man fängt von vorne an. Man fängt bei Null wieder an. Und man schafft sich wieder neue Ziele. Man geht wieder vorwärts und schaut euch die 3. Karte an, die sich hier noch zeigt. Da haben wir die 9 Münzen. Hier wartet innerer und äußerer Reichtum. Das heißt, es ist eine Zeit des Erfolges. Und dieser Erfolg, der hat sich hier in der ganzen Legung gezeigt, angefangen von den Überschriftskarten. Also ich denke, hier wartet jetzt auf viele eine wunderbare Zeit. Fixiert euch nicht auf den Mittwoch, auf die Spontanlegung, aber vertraut darauf, dass hier etwas Wunderbares unterwegs ist und euch wirklich ja, zu absolutem Glück, zu Feiern, zu Harmonie und zu einem fantastischen Neubeginn verhelfen wird. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche uns allen einen fantastischen Tag und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch, bis bald!